Willkommen zu einem weiteren Video über die neue Achterbahn im Moviepark für 2021, der Intermin Multidimension Coaster Moviepark Studios. Heute wird es um die angestrebte Eröffnung der Bahn gehen, über die Züge, die angeliefert wurden, Infos zu den Testfahrten und ebenfalls das finale Layout. Im letzten Video über Moviepark Studios habe ich euch die Streckenführung der Achterbahn gezeigt und für die letzten unbeschädigten Passagen mehrere Möglichkeiten vorgestellt, wie diese aussehen könnten. Durch die Anlieferung der Züge wissen wir jetzt, dass die einzelnen Wagen sich nicht frei drehen können, wie es bei Objective Mars in Frankreich der Fall ist. Der 360 Grad Drehteller der Achterbahn wird während der Strecke nur einmal aktiv durchfahren, und zwar wechselt man mit diesem von dem rückwärts sich fahrenden Streckenteil nach dem ersten Launch zum vorwärtsfahrenden. Nach dem Element geht es langsam vorbei an der New York Häuserfrontfassade, bevor der Zug auf den zweiten Katapultstart fährt. Besonders ist aber, dass sich noch eine dritte Schiene an dem Drehteller anschließt, welche sich direkt gegenüber der Einfahrt befindet. Dadurch gibt es für die Schiene nur zwei mögliche Positionen, sie zu verbinden. Von dem Drehteller führt nämlich eine Schiene zum Wartungsbereich der Achterbahn. Dieser befindet sich beim Moviepark Studios am Rand der Halle, an der gleichen Stelle, wo er sich früher auch bei dem Dark Ride Ice Age Adventure befunden hat, und der Hallenkran wird dort ebenfalls weiterverwendet. Um nach der Station das erste Mal die Richtung zu wechseln, kommt eine Weiche zum Einsatz. Nach dem Dark Ride Part am Anfang fährt der Zug damit auf ein Streckenende und wird nach dem Wechsel der Weichenstellung mit Hilfe des ersten Launches rückwärts beschleunigt. Am 2. März 2021 wurde der erste Zug von Moviepark Studios angeliefert. Ein Zug von Moviepark Studios, von dem die Bahn insgesamt drei Stück erhalten wird, besteht aus zwei aneinander gekoppelten Wagen mit drei Reihen à zwei Personen, also 12 Personen pro Zug. Diese erinnern vom Design her auf jeden Fall stark an Objective Mars und von der Aufmachung her sind sie etwas dezenter gehalten und haben etwas von einer Hollywood Tram Tour. Am 11. März 2021 hat Dumpstra Technik BV ein kurzes Video auf Instagram veröffentlicht, wo man sehen kann, wie der erste Zug mit Hilfe von Reibrädern sich bewegt. Ebenfalls Anfang März wurde der IMAscore Soundtrack zum Moviepark Studios live mit einem Orchester in Budapest aufgenommen, was in der Art bisher sehr selten vorkam, aber bereits zum Beispiel mit dem Soundtrack von Kernen aus dem Hansapark gemacht wurde. Während deren Tage in Budapest bei der Aufnahme vom Soundtrack hat IMAscore zusammen mit Manuel Postowitz vom Moviepark einen Podcast aufgenommen und veröffentlicht, in welchem viele neue Informationen über die neue Achterbahn geteilt wurden. Vor allem wurden auch die Hintergründe einer Produktion von einem Soundtrack stark beleuchtet und ich kann jedem sehr empfehlen, sich die Folge vom IMACast anzuhören. Wie üblich bei Achterbahnen von Intermin Amusement Rides muss von den Testfahrten zunächst der Pull-Through erfolgreich gemeistert werden. Also, dass ein Wagen mit lichterem Profil manuell langsam durch das Layout gezogen wird. Aktuell wird vom Moviepark damit gerechnet, dass zwischen Ende März und Anfang April bereits die ersten Testfahrten der Achterbahn stattfinden werden. Um an der umfangreichen Thematisierung fortlaufend arbeiten zu können, arbeiten die Baufirmen bereits in mehreren Schichten und es wurde erzählt, dass Intermin die Testfahrten deshalb zunächst nachts durchführen wird, um die Gestaltungsarbeiten in der Halle nur so gering wie möglich zu beeinträchtigen. Die Fakten der Bahn sind schon länger bekannt. 532 Meter lang, 60 km schnell. Im Podcast wurde nun außerdem gesagt, dass eine Fahrt ca. 120 Sekunden dauern wird. Mit der Attraktion wird ein neuer Charakter eingeführt, möglicherweise eine Art Maskottchen, um auch jüngere Parkbesucher für das Thema zu begeistern. Für Videos, die wahrscheinlich in der Pre-Show verwendet werden, wurde außerdem mit einem Schauspieler zusammengearbeitet, der bereits bei Serien wie Unter uns und Tatort mitgewirkt hat. Außerdem werden im Ride Videos von den Warner Bros. Zeiten vom Moviepark zu sehen sein, die in einem Archiv gefunden wurden. Genauso werden aber auch Videos von der Aufnahme des Orchesters bei der Produktion des Soundtracks zu sehen sein und es wird auch unzählige an Easter Eggs geben. Abgesehen von dem bereits bekannten New York Set und der Szene, die möglicherweise ein Tornado widerspiegelt, werden in der Halle außerdem auch zwei Tresortüren verbaut. Genauso wird der Onboard-Sound von den Zügen mit auf die Sekunde passender Musik auf die Fahrt abgestimmt. Als letztes hat Manuel Postowitz im Podcast ebenfalls etwas über die Eröffnung der Bahn gesagt. Falls es mit den Corona-Bestimmungen zum Zeitpunkt möglich sein sollte, visiert der Moviepark Germany aktuell an, die neue Achterbahn Ende Mai oder Anfang Juni zu eröffnen. Bis das Ganze passieren kann, wartet auf das Bauteam definitiv eine Menge Arbeit. Abgesehen von Testfahrten und viel fehlender Gestaltung in der Halle, wurde vor allem im Außenbereich noch gar nicht begonnen zu arbeiten. Hoffen wir, dass der Moviepark sein Zeitbein einhalten kann und der Freizeitpark bereits vorher wieder eröffnen darf. Schreibt in die Kommentare, was ihr für neue Infos haltet,
In meinem Merchandise-Shop sind viele neue Designs online, könnt ihr gerne vorbeischauen, Links in der Beschreibung. Und falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.